bin Jonas Jans, Specialist Solution Architect bei Red Hat. Kümmere mich hauptsächlich um unser gesamtes Middleware-Portfolio und darf heute mit euch die Einführungssession zum Thema OpenShift machen. Und wir wollen heute durch ein paar Themen mit euch durchgehen. Der erste große Punkt, durch den wir durchgehen werden, ist so ein bisschen, wie sind wir eigentlich in diese gesamte Containerwelt reingekommen? Warum machen wir das Ganze? Was sind die Probleme, die wir versuchen damit zu lösen? Dann werde ich euch ein bisschen einen Architektur-Überblick geben, wie Kubernetes aufgebaut ist und was wie Kubernetes sich in Bezug auf OpenShift verhält. Also wo ist da eigentlich der Unterschied oder wodurch wird Kubernetes ergänzt? Dann recht frisch aus dem Feature-Set von Kubernetes, virtuelle Maschinen auf OpenShift, auf Kubernetes und das gleiche auch für Windows-Container. Driften dann ein bisschen ab in das Ökosystem rund um Kubernetes, was es dort so alles gibt. Und schließen dann den direkten OpenShift-Teil mit den Plattform-Services ab. Und nachdem, und dann mein Kollege Jens Habke euch noch ein bisschen darüber erzählt, was für Möglichkeiten ihr alle habt, um auch Trainings für diese ganzen Bereiche zu bekommen. Das, wie gesagt, das hier ist eher so eine Einführungssession, so ein bisschen, dass ihr die Begriffe mal alle gehört habt. Aber ihr könnt euch auch lernen. Da wird Jens euch erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann schließen wir mit der Q&A-Session ab. Wie gesagt, Fragen jederzeit gerne in den Chat oder die Q&A-Funktion nutzen. Und dann wollen wir auch direkt anfangen. Die OpenShift Container Plattform. Die OpenShift Container Plattform ist riesig. Und ich kann mich noch selber sehr genau erinnern, als ich das erste Mal angefangen habe, mit Kubernetes und mit OpenShift zu arbeiten, dass super viele Begriffe, super viele Konzepte, also ich selber komme aus der Softwareentwicklung, das heißt auch diese ganzen Infrastrukturthemen waren für mich relativ neu, mussten erstmal irgendwie verstanden werden und alles auf einmal zu lernen ist ziemlich schwierig. Deswegen die heutige Session, wir gehen durch alles einmal ganz kurz durch, ich werde euch ein bisschen erzählen, wie die einzelnen Begriffe sind und was da irgendwie hintersteckt, aber ich möchte euch auch ein bisschen die Angst nehmen, es braucht seine Zeit. Das hat bei mir auch das gut ein halbes Jahr gedauert, bis ich verstanden habe, was ein Secret ist. Das ist ganz normal und das ist einfach der Lernprozess, durch den wir durchgehen. Das Hauptthema, wenn wir über Kubernetes und wenn wir über OpenShift reden, sind Container. Aber was sind eigentlich Container? Container sind eine Evolution, die wir wirklich ja, seit vielen Jahren schon machen. Also es ist ein sehr ausgereiftes Konzept an sich. Aber die Idee dahinter ist hauptsächlich eine virtuelle Umgebung für Applikationen zu erstellen. Jetzt kann man sagen, eine virtuelle Umgebung für Applikationen, das gab es ja vorher auch schon, haben wir Virtual Machines genannt. Und in einem traditionellen Infrastruktur ist es so, dass wenn ich eine virtuelle Maschine auf einem Server ausrolle, ich nicht nur eine virtuelle Umgebung für die Applikation schaffe, sondern ich schaffe auch eine virtuelle Umgebung für das gesamte Betriebssystem rund um die Applikation herum. Das heißt, dass wenn ich anfange, sehr effiziente Applikationen zu schreiben, die möglichst klein sind in der Regel, das kommen wir dann in diese ganzen serviceorientierte Architektur, dass ich wahrscheinlich sehr viele Ressourcen dafür verbrauche, Betriebssysteme laufen zu lassen in virtuellen Umgebungen und gar nicht meine Ressourcen dafür verwende, Applikationen laufen zu lassen. Das heißt, das große Thema oder die große Entwicklung, die wir mit Kubernetes und mit den Container Engines bekommen haben, ist die Möglichkeit, Platz zu schaffen auf unseren Servern, um mehr Applikationen in virtuellen Umgebungen laufen zu lassen, ohne direkt für jedes dieser Systeme ein Betriebssystem zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert, weil Containertechnologien selber Funktionalitäten anbieten, um mit dem Betriebssystem des Hosts reden zu können. Genau, das ist die große Technologie dahinter und es ermöglicht uns einfach diesen gesamten Platz, den wir in Anführungszeichen jetzt auf unseren Servern haben, mit Containern zu füllen, mit Applikationen zu füllen und mehr Ressourcen dafür zu verwenden, Applikationen laufen zu lassen und nicht Betriebssysteme in virtuellen Umgebungen. Das Ganze basiert auf Standard Linux Mechanismen. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwelche Magie erfunden. Das Konzept von Namespaces und Cgroups und dergleichen bieten uns einfach jetzt die Möglichkeit, diese Umgebungen deutlich effizienter bereitstellen zu können. Genau. Das heißt, der Container selber ist ein einzelner Prozess, in der dann auch auf dem Server läuft.
Es gibt unterschiedliche Containertechnologien. Docker ist eher ein Daemon-basierter Ansatz. Heutzutage, wir empfehlen da Podman, was halt wirklich jeden Container in einem eigenen Prozess laufen lässt. Aber die Grundidee ist, dass wir die Ressourcen des Hosts zur Verfügung stellen, in einer virtuellen Umgebung zu einem gewissen Prozentsatz und dementsprechend dem Container auch die Möglichkeit geben, diese Ressourcen zu nutzen und aber auch andere Container auf einem Host laufen zu lassen. Das heißt, wenn wir jetzt uns das ganze System aufbauen, ist die kleinste Einheit oder das, was wir eigentlich machen wollen, ist immer einen Container auf einem Host laufen zu lassen. Das heißt, so Technologien wie Kubernetes und dergleichen machen es für uns einfacher, diese Container zu orchestrieren. Deswegen redet man auch dort von einer Container-Orchestrierungsplattform. Das heißt, orchestrieren in dem Fall, dass ich sage, ich habe nicht nur einen Server, sondern ich habe in der Regel mehrere Server und ich möchte sicherstellen oder ich möchte, dass mein Container auf irgendeinem davon läuft und dass ich ihn erreichen kann. Das Management da drumherum, möglichst in einer beschreibenden Form, das ist Kubernetes. Aber wir bauen auf dem Container. Ein Container fährt in der Regel ein sogenanntes Image hoch. Ein Image ist in dem Fall wie soll man das ein bisschen sagen, eine Binärdatei, die wir in einer beschreibenden Form zur Verfügung stellen. Das heißt, man kann das sich ungefähr so vorstellen, wenn ihr aus der Applikationsentwicklung kommt, dann ist mein Image ist meine Klasse, meine eine Möglichkeit, die ich habe, in der ich sage, hey, ich würde gerne diese Funktionalität zur Verfügung stellen. Und der Container ist dann die Instanz, die am Ende wirklich entsteht und auf einem Server läuft. Das heißt, ich kann dieses Image, zum Beispiel meine Java-Applikation, die gepackt ist in diesem Format, am Ende ist das auch nur ein Archiv, die kann ich auch auf mehreren Servern gleichzeitig hochfahren und dann habe ich mehrere Container gestartet. Das heißt, die Images selber werden in einer sogenannten Image Registry gespeichert. Das ist auch nichts anderes als ein Ort, was wie Maven Central oder dergleichen, wo ich in der Lage bin, diese Archive nicht nur abzuspeichern, sondern halt auch von meinen Servern verfügbar zu machen. Das heißt, ich hole mir ein Image aus meiner Image Registry, fahre es auf einem Server hoch und dann habe ich auf diesem Server einen Container. Fange ich an, diese Container jetzt auf mehreren Servern zu verteilen und wirklich in meiner Infrastruktur auszurollen, dann brauche ich allerdings mehr als den Container selber. Das heißt, ich muss auch irgendwo beschreiben oder irgendwo eine Möglichkeit haben zu beschreiben, welche Ressourcen ich dafür haben möchte. Ich möchte eine IP-Adresse haben in einem Netzwerk, über die ich den Container auch erreichen kann. Oder ich habe zum Beispiel Applikationen, die aus mehreren Containern besteht. Beispielsweise eine PHP-Applikation, die ein PHP-Backend hat und einen Nginx, der die Dateien zur Verfügung stellt. Und ich möchte das alles in einer Einheit kapseln. Dann kommt die Pod ins Spiel. Die Pod ist eine Möglichkeit, mehrere Container in einer Umgebung zu beschreiben und auch die Rahmenbedingungen für diese Container zu beschreiben in Form von, welche Rechte haben diese Container auf meinem Host? Wie viele Ressourcen dürfen diese Container verwenden? Und die Pod ist auch das, was am Ende wirklich eine festgesetzte IP-Adresse bekommt und sozusagen diese Klammer ist, für das gesamte Deployment meiner Applikation. Wenn ich davon jetzt ganz, ganz viele habe, dann komm ich wirklich in sehr viele Fragen, die ich dann noch beantworten muss, die sich stellen im Sinne von, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Infrastruktur möglichst effizient ausgenutzt wird, dass ich in der Lage bin, Netzwerk-Traffic zwischen diesen verschiedenen Containern zur Verfügung zu stellen, dass ich wirklich auch den Zugriff habe, egal auf welchem Server es gerade läuft. Ich möchte vielleicht meinem Container die Möglichkeit geben, Speicherplatz oder auf Speicherplatz zugreifen zu können. Auch das muss ich in irgendeiner Form alles bereitstellen. Und dann fangen wir an, in ein System zu kommen, was komplexer wird, in dem System, wo wir heute sind. Und dass wir sagen, okay, ich brauche eine Möglichkeit, hier möglichst einfach das auf meiner Infrastruktur auszurollen. Und das ist der Punkt, wo Kubernetes als eine Plattform momentan einfach der de facto Standard ist und gemeinsam von der gesamten Community entwickelt wird, um diese Probleme, die damit angehen,
um die Probleme, die damit auftauchen, auch angehen zu können. Das heißt, schauen wir uns wieder unser Bild an, dann sind wir jetzt raus aus dem Host, wir sind raus aus dem Betriebssystem, wo Container am Ende laufen und gehen hoch in einen Bereich, wo wir sagen, wir wollen diese Container jetzt auch wirklich managen können. Kubernetes an sich ist dafür da, um ein System zu beschreiben, in dem ich in der Lage bin, Pods und Container in meiner Infrastruktur möglichst effizient ausrollen zu können und deployen zu können. Die Idee von Kubernetes, dadurch, dass es halt wirklich durch eine sehr, sehr große Community entwickelt wird, wo eigentlich nahezu jedes größere IT-Unternehmen momentan mitwirkt, ist eine möglichst generische Plattform zu sein, die möglichst viele Adapter anbietet, um spezifische Produkte für bestimmte Probleme einsetzen zu können. Das heißt, es kümmert sich hauptsächlich um Themen wie Netzwerk, DNS, IP-Adressen, also etwas, was jeder wirklich in irgendeiner Form braucht. Es bietet die Möglichkeiten an, diesen Ressourcenverbrauch zu machen oder auch dieses Thema zu sagen, ich möchte als Anwendungsentwicklung nur sagen, ich habe hier ein Image und ich möchte gerne, dass in meiner Infrastruktur immer zwei Container mit diesem Image laufen, damit ich halt wirklich auch die Hochverfügbarkeit erreichen kann. Und was Kubernetes macht, ist halt regelmäßig zu prüfen, dass dieser Zustand auch tatsächlich in meinem System da ist. Und wenn das nicht so ist, zu schauen, okay, da fehlt ein Container, ich fahre einen anderen Container woanders hoch. Das Gleiche ist genauso für diese gesamte Orchestrierung von Speicherplatz, die Art und Weise, wie ich mit Konfigurationsdateien umgehe. In der Regel ist es ja so, dass meine Java-Applikation zum Beispiel irgendeine Datei hat, in der bestimmte Konfigurationsparameter definiert sind. Die unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Stages, die ich vielleicht habe. Also vielleicht habe ich eine Testumgebung und eine Produktivumgebung. Vom Code her unterscheiden die sich nicht, sondern lediglich von einer einzelnen Konfigurationsdatei. Das heißt, ich möchte auch in die Lage versetzt werden, nur diese Konfigurationsdatei innerhalb des Containers auszutauschen, ohne direkt ein eigenes Image bauen zu müssen. Und das sind so Themen, die ja auf einer generischen Ebene gelöst werden können, sprich Dateien innerhalb eines Pods zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das ist auch ein Thema, wo Kubernetes bei sich die Verantwortung sieht, dafür eine Lösung anzubieten. Das heißt aber auch, dass Kubernetes für viele Themen einfach nicht da ist. Und die Punkte, die ich hier aufgelistet habe, die könnt ihr alle nachlesen auf kubernetes.io. Die sind jetzt nicht ausgedacht von mir. Aber Kubernetes ist nicht dafür da, selber eine Antwort zu geben darauf, wie die Images entstehen oder wie aus Source Code ein Image entsteht. Es ist genauso wenig dafür da, direkte Services für Applikationen innerhalb des Systems anzubieten. Also was wie ein Message-Bus oder all diese Sachen sind nicht Teil von Kubernetes selbst, sondern Kubernetes kümmert sich nur darum, Pods innerhalb dieser Infrastruktur zu verteilen und zu managen und zu orchestrieren. Das Gleiche sind Lösungen im Bereich auf Logging, Monitoring, Alerting und all solche Themen, die aus einer Anwendungsentwicklungssicht heraus oder aus einer Operationssicht heraus signifikant für die Plattform sind aber nicht Teil von Kubernetes, weil Kubernetes dort sich einfach hinstellt und sagt, es gibt viele Anbieter am Markt, die Logging, Monitoring und Alerting bereitstellen und viele Produkte in den Communities. Und Kubernetes möchte dort keine Meinung bilden, sondern einfach sagen, hey, ich biete die Möglichkeiten an, Logging und dergleichen mit der Plattform zu machen und ich sorge dafür, dass ich auf einem generischen Level Schnittstellen dafür bereitstelle. Aber ich bin nicht die Lösung, die eine direkte Implementierung eines bestimmten Projektes unterstützt oder in irgendeiner Form mitliefern möchte. Das ist eine Aufgabe von demjenigen, der die Kubernetes-Plattform bauen möchte. Und das ist der Punkt, wo wir als Red Hat gesagt haben, dass Kubernetes eine die richtige Plattform ist. Es funktioniert. Es ist ein sehr guter, offener Ansatz, um gemeinsam an dieser Grundplattform zu arbeiten. Aber ich als Unternehmen möchte in der Regel viele dieser Features out of the box haben. Ich möchte sicherstellen, dass diese Features auch miteinander arbeiten können. Sprich, dass wenn Kubernetes neue Versionen zur Verfügung stellt, oder wenn neue Versionen des Produktes, des einzelnen Produktes, zum Beispiel für ein Login oder fürs Logging, wenn neue Versionen davon released werden, dass diese auch mit meiner Plattform zusammen funktionieren. Und das ist der Punkt, wo wir mit OpenShift ein Produkt anbieten wollen,
was sagt, wir nehmen das Standard Kubernetes, erweitern es um weitere Cluster Services, von denen wir sagen, das ist etwas, was wir im Markt als Marktführer ansehen, und was wir auch als Release bereitstellen können. Und das dann in einem Produkt zu bündeln und dementsprechend es dem Kunden zu erlauben, sich nicht um diese Plattform und Cluster Services kümmern zu müssen, sondern weiter höher gehen zu können und sich dann wirklich mehr um Applikationsentwicklung und Applikationsmanagement und dergleichen zu fokussieren. Genau, haben wir bis jetzt schon irgendwelche Fragen? Ich sehe noch nichts. Wie ist das mit der Geschwindigkeit? Bin ich zu schnell? Dann bitte einmal kurz Nee, passt. Keine Fragen, passt. Ein kleines bisschen schneller vielleicht sogar, damit wir dann alles reinkriegen. Ja, das kriegen wir hin. Zur Not müssen wir ein paar Folien überspringen. Genau, das heißt, was ich vorhin gesagt habe, wir nehmen einen Standard-Kubernetes mit seinen Standard-Funktionalitäten und erweitern es. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den es zu verstehen, weil die OpenShift selber verändert Kubernetes nicht. Wir nehmen alles das, was Kubernetes kann, und fügen neue Features hinzu, um mehr Services über die Plattform liefern zu können. Wie ist ein Kubernetes aufgebaut? Da gehen wir jetzt relativ schnell durch. Die Folien habt ihr alle oder könnt ihr alle auch nach der Präsentation bekommen. Dann kann man sich das nochmal in Ruhe angucken. Aber im Kern besteht jedes Kubernetes-System aus einem etcd. Etcd ist einfach eine Technologie, um Key Values, also ja, Key Value Paare möglichst effizient in einem verteilten System speichern zu können. Und alles, was wir in Kubernetes machen, alles, was beschreibt, wie unsere Infrastruktur aussehen soll, wird in diesem Herzstück oder in diesem Gehirn gespeichert, und ist mit einer der wichtigsten Komponenten, die Kubernetes mitliefert. Und darauf hinaus bietet Kubernetes Services an, die es braucht, um Workload innerhalb des Clusters verteilen zu können. Das ist als allererstes ein API-Server, damit wir in der Lage sind, mit dem Kubernetes selber zu sprechen. Es ist der Scheduler, der am Ende weiß, wie sieht eigentlich meine Infrastruktur aus, welche Hardware habe ich rumliegen, welche Spezifikationen haben diese. Und in dem Moment, wo jemand sagt, oder in dem Moment, wo die Aufgabe an das System kommt, hey, fahre mir bitte diesen Container mit dieser Spezifikation hoch, guckt der Scheduler in seine Infrastruktur hinein und sagt, hey, okay, auf Server 42 ist noch Platz für eine 4 GB Applikation. Also sage ich, also verteile ich diesen Container auf diesen bestimmten Server oder dergleichen, wenn ihr anfängt, Wartungsarbeiten durchzuführen, dass ihr sagen könnt, hey, auf diesem Server bitte nichts mehr Neues deployen. Das ist der Scheduler, der diese Logiken verarbeitet. Und zu guter Letzt noch einige Cluster-Management-Features, das heißt sowas wie Netzwerk-Traffic und dergleichen, wird alles dahin gekommen. Wenn ihr das installiert habt, also wenn ihr jetzt heute hingeht und euch das Buch von Kelsey Hightower, Kubernetes the Hard Way, durchgearbeitet habt und gelernt habt, wie ihr diese Services auf verschiedenen Servern installiert, dann könnt ihr per Kommandozeile mit diesem System in irgendeiner Form interagieren. Aber es fehlen noch ein paar Sachen. Und das sind ein paar Sachen, wo OpenShift jetzt sagt, okay, das sind Sachen, die will man einfach haben. Und ich fange jetzt mal von unten nach oben an. Das allererste ist eine Webkonsole. Ich möchte vielleicht nicht alles über eine Kommandozeile abarbeiten, sondern ich möchte eine Übersicht bekommen darüber, wie meine gesamte Infrastruktur aussieht. Und sobald es ein wenig komplexer wird, sind die Möglichkeiten, es über eine Kommandozeile anzuzeigen, halt auch begrenzt und ich kann weniger Topologieansichten erstellen. Und das ist etwas, wo OpenShift mit seiner Webkonsole einfach hingeht und sagt, wir wollen, dass sämtliche administrativen Tätigkeiten über eine Kommandozeile verfügbar sind, genauso wie es im Standard Kubernetes der Fall ist. Und wie alles, was mit dem Standard Kubernetes funktioniert, selbst die CLI von Kubernetes, funktioniert auch zu 100% mit OpenShift. Aber wir wollen auch eine Webkonsole anbieten, die wirklich jedem erlaubt, mit diesem System zu interagieren und nicht nur Leuten, die Kommandozeile auch so gut beherrschen. Das Weitere ist das Operator Lifecycle Management. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, nicht mehr einfach nur Container auf meine Plattform zu verteilen, und wir kommen noch genauer dazu, was ein Operator ist, aber Operator sind Stücke von Software, die bestimmte Services, wie zum Beispiel ein Messagebus, auf dieser Plattform auch selber betreiben und selber dem Kubernetes sagen, so, hey, ich brauche einen Kafka, ich brauche diese Konfigurationsdateien. Und
Um diese Software herum brauche ich auch eine Art von Lifecycle Management. Das ist etwas, was OpenShift hinzufügt. Und wir fügen auch ein paar eigene API-Endpunkte hinzu, die einfach in einem Standard-Enterprise-Kontext wesentlich, es wesentlich einfacher machen, mit dem System zu interagieren. Weil Kubernetes von sich aus mehr so die Perspektive hat, dass ein Team das komplette Cluster besitzt. Und ich einfach, wenn ein zweites Team ein Kubernetes braucht, ich ein neues Cluster hinstelle, ist der Punkt, wo OpenShift sagt, nee, wir sehen bei unseren Kunden eher Infrastrukturabteilungen, die geshared Cluster für viele Teams bereitstellen. Und das heißt einfach, ich brauche einfachere Möglichkeiten zwischen Projekten hin und her zu switchen. Ich brauche einfache Möglichkeiten, um administrative Tätigkeiten in dem Cluster durchzuführen. Und deswegen wrappen wir an der Stelle dann auch einige Kubernetes-Befehle, sprich etwas, was bei Kubernetes 200 Zeichen lang ist, aber etwas ist, was ich im Enterprise-Kontext öfter verwende, wrappen wir dann in einen wesentlich einfacheren Befehl. Wo es ein wenig Überlappung gibt oder wo beide Services neue Funktionalitäten hinzufügen, das ist der Infrastruktur-Services-Bereich. Wie schon gesagt, Kubernetes selber kümmert sich um alles, was mit Logging und DNS und Netzwerk zu tun hat. Aber wir fügen halt noch weitere Infrastruktur-Services wie einen Monitoring-Stack, einen Logging-Stack und dergleichen hinzu. Um genau zu sein, das allererste ist eine Registry. Wir haben vorhin gelernt, dass Images in einer Registry existieren und ich eine Registry brauche, um einen Container hochfahren zu können. Standard Kubernetes hat so etwas nicht, weil auch dort gibt es halt verschiedene Anbieter und Kubernetes möchte dort keine Meinung mit ausliefern, sondern einfach sagen, hey, nutz einfach irgendeine Registry, Docker Hub, Quay.io, was auch immer. OpenShift bietet standardmäßig eine interne Registry, sodass ich auch in der Lage bin, meine Applikation ab Day One zu bauen und in einer privaten Registry zu speichern, ohne es gleich auf Docker Hub releasen zu müssen. Der nächste Punkt ist der gesamte Stack rund um das Thema Metriken, Metriken einzusammeln, die Applikation erstellen, Prometheus, Metriken anzuzeigen, Grafana und der Alert Manager, um auf diese Metriken zu reagieren. Das heißt, ab Day One bin ich in der Lage, mit OpenShift Applikationen zu deployen, die eigene Metriken bereitstellen. Sowas wie zum Beispiel, wie viele Jobs bin ich gerade am Abarbeiten, das in einem Dashboard über Grafana anzuzeigen und auch Schwellwerte zu definieren, die dann über den Alert Manager automatisch über die Plattform propagiert werden. Im Bereich Logging erweitern wir die Plattform um einen Kibana Elasticsearch Stack und am Ende des Tages das für mich Wichtigste, einen Router. Das heißt, dass ihr sollt auch in der Lage sein, die erste Applikation, die ihr hochfährt, die einen Webserver bereitstellt, an diesen Webserver auch erreichen zu können. Das heißt, wir deployen standardmäßig mit der Plattform ein HA-Proxy-basiertes Router-Deployment, sodass ihr auch von Anfang an in der Lage seid, Netzwerk-Traffic in das Cluster hinein zu managen. Dafür bietet Kubernetes verschiedene Adapter an, aber auch dort gibt es keine supportete Integration, sondern es gibt verschiedene Hersteller, die Lösungen hierfür anbieten. Ob das jetzt ein Nginx, ein Traffic oder ein HA-Proxy ist, das müsst ihr bei einer Standard-Kubernetes-Installation selber engineeren, wie das in der Plattform auszusehen hat. Und bei OpenShift kommt das einfach aus der Plattform heraus. Und zu guter Letzt ist das OpenShift an sich alleine nicht alles, was ihr braucht. Ihr braucht auch Tools und Möglichkeiten, um mit diesem Cluster zu interagieren. Das heißt, wenn ihr einen Jenkins-Server habt, wollt ihr eine Integration haben zwischen dem Jenkins-Server und dem OpenShift. Ihr wollt die Möglichkeit haben, externe Automatisierungsplattformen wie Ansible und dergleichen zu nutzen, um eure Plattform zu managen. Und all diese Integrationen, die wir haben, um wirklich ein Ökosystem zu erstellen rund um das OpenShift, das ist für uns Teil der Plattform. Neue APIs, IDEs, Kommandozeileninterfaces für bestimmte Use Cases, all diese Themen versuchen wir auch noch in dem Ökosystem rund um OpenShift anbieten zu können. Genau. Eins der neuen Features, die wir mittlerweile auch haben, ist KubeVirt oder OpenShift Virtualization. OpenShift Virtualization ist der Punkt, wo ich jetzt anfange. Ich habe eventuellerweise Use Cases, wo ich nicht in einem Container arbeiten kann und ich möchte eine traditionelle VM
hochfahren, weil ich sie für meine Applikation brauche, weil der Hersteller sie mir nur als VM bereitstellt. Und ich möchte aber diese ganzen Funktionalitäten, über die wir gerade gesprochen haben, das Logging, Routing, Alerting, bla 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 bla, die möchte ich weiterhin verwenden. Und deswegen gibt es momentan so ein bisschen die Fragestellung im Markt, mache ich eine Kubernetes-Plattform auf einer VM oder mache ich eine VM in einer Kubernetes-Plattform? Beides sind Möglichkeiten, die wir heute anbieten. Und wir bieten selbstverständlich mit unserer Kubernetes OpenShift Container Plattform die Möglichkeit auch VM-Workload über diese Plattform zu managen und lauffähig zu halten. Und dieser VM-Workload oder auch die Container selber könnte zum Beispiel Windows-Container auch beinhalten. Das heißt, wir sind mittlerweile in dieser Container-Plattform auch an dem Punkt angelangt, dass wir sagen, wir wollen wirklich jede Form von Workload über unsere Plattform managen können. Und das beinhaltet nun mal in dem Fall auch Windows-Container oder Windows-VMs, die ich über die Plattform selber managen kann, um wirklich sicherzustellen, dass ich meine gesamten internen Prozesse, die ich vielleicht rund um Logging und Security und dergleichen auf die Plattform ausrolle, inhärent für jede Applikation habe, die ich auf dieser Plattform dann am Ende auch laufen lasse. Deswegen arbeiten wir stets daran, dieses Portfolio weiter auszubauen. Das, was wir gemerkt haben, also wie gesagt, Kubernetes, OpenShift ist schon seit einigen Jahren wirklich im Geschäft drin und wir sind wirklich in einer sehr, sehr stabilen Phase mittlerweile, ist, dass viele Kunden oder nicht nur wir, sondern auch die Analysten haben halt gemerkt, dass viele Kunden daran scheitern, nicht das Kubernetes zu installieren, sondern die gesamten Prozesse drumherum zu orchestrieren. Und das ist hart. Da gibt es viele Themen, die ich bearbeiten muss. Allein bei der Installation muss ich mir sehr viele Parameter überlegen. Ich muss mir Themen überlegen mit, wie loggen sich die User ein? Welche Security-Level müssen auf meinen verschiedenen Objekten angewendet werden? Wie mache ich Logging und dergleichen? Und das gibt es eine Menge Themen, die ich irgendwie bearbeiten möchte. Und OpenShift möchte einfach an dieser Stelle möglichst viele Themen, die auf einem Enterprise-Level mit einem Opinionated Approach gelöst werden können, in einer Plattform bereitstellen und vor allem verschiedene Produkte, die ich benötige, um diese Services bereitstellen zu können, in einer bestimmten Version als ein Release wirklich auch supporten können. Ein ganz gutes Beispiel, finde ich immer oft aus der OpenShift-Historie, ist der Metrics-Stack. Als wir angefangen haben mit OpenShift 3, war in der Community Prometheus noch gar nicht so hart gesetzt. Es war nicht so groß, wie es heute ist. Und wir sind damals gestartet mit Cassandra als eine Datenbank, die Metriken speichern kann. Aber im Laufe der Zeit hat sich einfach herauskristallisiert, dass Cassandra im Markt einfach nicht den Stellenwert hat, den Prometheus mittlerweile hatte, als de facto Standard für dynamische Umgebungen, um Metriken zu sammeln. Und wenn ich mit einer Plain Kubernetes Installation starte, in der das nicht dabei ist, dann muss ich mir jetzt selber überlegen, wie ich die Migration von A nach B durchführe. Und das ist dann etwas, wo OpenShift einfach als Produkt sagt, nein, wir sind das Produkt, wir bieten all diese Features innerhalb der Plattform an. Und dementsprechend heißt das für uns auch, das Ersetzen eines kompletten Stacks oder das Einführen einer neuen Version für eins der bestimmten Produkte ist Teil des Produkts selbst und wird dementsprechend von uns automatisch durch das Update-Verfahren dann auch durchgeführt. Durch die vielen, vielen Jahre mittlerweile schon, die wir in dem auf dieser Technologie arbeiten, heißt das, dass sich mittlerweile auch ein sehr großes Ökosystem rund um OpenShift und Kubernetes gebildet hat. Und eins der neuen Dinge sind Operatoren, wo wir auch noch mal kurz zukommen werden. Und wir sind mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, dass die Plattform selber zu installieren einfach ist. Egal, ob es jetzt ein OpenShift ist oder ein Kubernetes selbst, da den Bereich haben wir sehr stark vereinfacht als Community gemeinsam. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir darauf arbeiten, dass ich möglichst einfach auch Services innerhalb dieser Plattform konsumieren kann. Und wir einen sehr großen Push vieler Vendoren haben, die ihre Datenbankmöglichkeit, ihre Messaging-Möglichkeit möglichst einfach installierbar und betreibbar über diese Plattform zur Verfügung stellen wollen.
Genau. Das ist der Punkt, wo Operator dann auch ins Spiel kommen. Und Operator sind in dem Punkt einfach Software, die auf der Plattform läuft, um diese Systeme aufzubauen. Das heißt, wenn ihr einen Apache Kafka zum Beispiel haben wollt oder AMQ Streams Produkt von Red Hat, dann fahren wir einen Container hoch, der die Logik beinhaltet, welche Container ich alle brauche und in welchem Zustand sie sein müssen, damit so ein Kafka hochfährt. Das heißt, da werden drei Zookeeper-Instanzen hochgefahren, da werden drei Kafka hochgefahren, es werden SSL-Zertifikate erstellt und gemonitort und regelmäßig erneuert. Und ich bin in der Lage, auf diesem Level Services, die ich konsumieren möchte, ich hätte gerne eine HA-Datenbank, ich hätte gerne eine HA-Caching-Solution, das alles auf der Ebene zu beschreiben und dann wirklich Logik, die in Software gegossen wurde und zertifiziert ist vom Vendor, auf meiner Plattform lauffähig zu lassen. Neben den reinen Infrastrukturthemen, die wir mit OpenShift lösen, also auch das Routing, das Logging, das Monitoring, ist uns auch sehr wichtig, dass wir die OpenShift-Plattform in eine Möglichkeit bringen, in der wir auch die Applikationsentwicklung und die modernen Architekturen, die heutige Applikationsentwicklung auch fördert, über die Plattform als zertifiziertes oder als supportete Variante zur Verfügung stellen können. Das heißt, wir versuchen die Cluster-Services, sprich Applikationen, die Services für den gesamten Cluster zur Verfügung stellen, zu erweitern um sogenannte Plattform-Services, in der wir es einfacher gestalten, moderne Cloud-Native-Architekturen über die Plattform auch lauffähig zu lassen. Das erste Thema, über das ich mit euch hier sprechen möchte, ist OpenShift Service Mesh. OpenShift Service Mesh basiert auf dem Upstream-Projekt Istio, in dem es darum geht, wenn wir anfangen, wir haben jetzt unsere Plattform, in der es super einfach ist, Container in irgendeiner Form zu orchestrieren. Wir sind in der Lage, unsere Applikation sehr, sehr klein zu machen, bis in den Microservice-Bereich, aber es muss nicht immer Microservice sein. Und wir sind in der Lage, diese kleinen Einheiten sehr effizient auf unserer Plattform zu orchestrieren. Dann kommen wir irgendwann in diesen Modus, wo die Frage gestellt wird, wie kann ich eigentlich diese gesamte Heerschar an Containern, die auf meiner Plattform laufen, dauerhaft auch in irgendeiner Form managen? Weil aus einer Entwicklersicht lohnt es sich, die Sachen klein zu, also auch aus einer Infrastruktursicht lohnt es sich auch. Aber hauptsächlich aus der Entwicklersicht habe ich halt die Möglichkeit, dadurch, dass ich möglichst kleine Applikationen habe, diese nicht nur einfach schnell zu orchestrieren, sondern auch die Menge an Wissen, die ich haben muss, um eine Anpassung in dem System durchzuführen, möglichst gering zu halten. Gehe einfach nur in den Service rein, ich kann ihn sehr schnell verstehen und kann auch sehr schnell Änderungen daran durchzuführen und kann viele Funktionalitäten, die ich haben möchte, wenn Services miteinander reden, in die Plattform, also durch die Plattform selber auch nutzen. Das heißt, man hat so ein paar Komplexitätsstufen erarbeitet, wenn es um das Thema Microservices geht, wo wir sagen, diese Komplexitätsstufen möchte ich nicht in jede Applikation selber reinschreiben, sonst habe ich das gleiche Thema wie bei den virtuellen Maschinen, dass ich mehr, also dass der Großteil meiner Applikation einfach daraus besteht, Kommunikation und ja, hauptsächlich Kommunikation und Security irgendwie zu managen und mein Applikationscode sind nur noch zwei Zeilen, sondern ich möchte möglichst viel davon auch über die Plattform selber einfach auf einem generellen Level lösen. Und das ist der Punkt, wo Istio und OpenShift Service Mesh ins Spiel kommen und einfach sagen, okay, dadurch, dass wir in der Lage sind, nicht nur zu wissen, dass also nicht nur eine Abstraktionsebene über den Container und die Pod zu haben, sondern wir wissen auch noch, dass wir das Kubernetes darunter managen können, kann ich sehr vieles, was auf Netzwerkebene gelöst werden kann, auf der Plattform selber lösen, sodass die Applikationen dieses nicht alles mit in sich behalten können und ich es auch unabhängig voneinander entwickeln kann. Das heißt, was wir tun, ist beispielsweise mit Envoy einen Proxy an jede Applikation heranzufletschen, sozusagen,
dass jeder Netzwerktraffic, der von dieser Applikation stattfindet, oder jeder Netzwerktraffic, der durch diese Applikation stattfindet, automatisch von uns angereichert wird durch eine eigenständige ID, durch ein Logging und Monitoring von diesem reinen Traffic. Und das alles versuchen wir nicht nur die Möglichkeit zu geben, das zu tun, sondern es so stark in die Plattform selber hinein zu integrieren, dass aus einer Entwickler- oder aus einer Infrastruktursicht ich wirklich nichts mehr oder nahezu nichts mehr machen muss, sondern einfach nur sage, ich möchte Teil des Service Meshes sein und wir fangen an, dass die Plattform sagt, okay, alles, was jetzt hier deployed wird, ist Teil des Service Meshes und bekriegt automatisch einen weiteren Container in seine Pod, kriegt automatisch all diese Sachen, die ich benötige, um an dem Service Mesh teilzuhaben und diese Funktionalitäten bereitstellen zu können. Und allein dadurch, dass wir den Netzwerktraffic in der Lage sind zu, ich will nicht abfangen sagen, aber zu proxyen, heißt das, dass wir auch die Möglichkeiten anbieten können, wirklich eine komplette Übersicht über all diese Themen, nicht nur auf einer Netzwerkebene, sondern auch auf einer Applikations- und Service-Ebene zu machen und zu sagen, welche Applikation spricht mit welcher anderen Applikation. Ich kann all diese Themen mit Sicherheit, dass ich ein Login erwarte von einem zentralen SSO-Broker. Ich kann Circuit Breaker, sprich, wenn eine Applikation nicht mehr antwortet, dass sie nicht befeuert wird von allen Applikationen, sondern eine Standardantwort gesendet wird. All diese Themen kann ich dann auf einem generellen Architekturlevel lösen, ohne dass ich es in jeder Applikation selber einzeln lösen muss. Wir haben es vorhin schon gesehen, ne? Unsere Applikationen werden immer, immer kleiner, und in dem Moment, wo wir anfangen, eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu haben, Container auf unserer Infrastruktur laufen zu lassen, dann stelle ich mir irgendwann die Frage, warum läuft meine Applikation eigentlich, wenn keiner sie benutzt? Die meisten Applikationen heute sind Web-Applikationen, die in irgendeiner Form über Web-Kommunikation arbeiten. Und ich möchte vielleicht mich in die Lage versetzen zu sagen, so, hey, meine Applikation ist so klein und sie ist vielleicht in Quarkus geschrieben und hat nur eine Startzeit von 1,2 Millisekunden. Dann möchte ich auch, dass in dem Moment, wo der Traffic, wo die Anfrage für die Webseite ankommt, dann erst der Container hochgefahren wird und beantwortet, sodass er diese eine Anfrage beantworten kann. Und das ist der Punkt, wo Serverless einfach ja, momentan sehr stark in dem Trend ist, wo wir sagen, wir wollen uns in die Lage versetzen, nicht nur unsere Applikation dynamisch auf unserer Infrastruktur zu verteilen, sondern auch das Starten dieser Applikation wirklich dynamisch durchführen zu können, bis zu dem Punkt, dass Applikationen wirklich nur dann hochfahren, wenn in dem Moment diese Applikation auch benötigt wird. Das Problem, angefangen hat das Ganze mit AWS Lambda, was ein Serverless Functions sind, wo ich dann zu dem Punkt gehe, dass ich nicht nur meinen Container und meine Applikation einfach hochfahre, sondern wirklich nur die Zeile Code, die ausgeführt werden soll, mache. Da kommen wir später nochmal zu. Das ist ein weiteres Pattern von Serverless, aber im Gro könnt ihr das auch für jede normale Applikation verwenden. Und wir sehen einfach, dass in den letzten, ja, auch schon fast wieder Jahren, Monaten, diese Serverless-Pattern sich einfach immer weiterentwickelt haben und wir einfach in diesem Bereich auch sehr viel Entwicklung im Markt gerade merken. Das heißt, die Grundidee hinter Serverless ist, ich habe irgendeine Form von Event, die stattfindet. Ich habe vorhin über den HTTP-Request, der eine Webseite bespricht, gesprochen, aber wenn wir das auf eine generische Ebene packen, dann kann das halt jede Form von Event sein. Das heißt, es kann eine Kafka-Nachricht auf einem Message-Broker sein, es kann irgendeine Form von Event, eine Webhook, die angesprochen wird, dergleichen sein. Dann wird mein Container hochgefahren, er verarbeitet dieses Event und erzeugt in irgendeiner Form ein Ergebnis, was er wieder auf eine Message-Queue packt oder was er als Antwort an diesen HTTP-Request senden kann. In einer Kubernetes-Welt kann das sein, dass das nicht nur ein Container ist, sondern ganz viele Container und dass viele Container auch noch auf einer Datenbank und dergleichen sprechen müssen. Und das ist einfach die Möglichkeit, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt Kubernetes nutzen, um A, diese Events anzunehmen, B, Container zu orchestrieren, die dafür da sind, um eine Antwort für dieses Event zu generieren, und C,
dann auch in der Lage sind, diese Container wieder herunterzufahren, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Oder ob das jetzt eine HTTP-Request ist, ob das eine Kafka-Message ist, ist eigentlich egal. Wir wollen hauptsächlich dahin kommen, dass wir nicht mehr unsere Container einfach komplett überprovisionieren. Sprich, ich habe immer 3 Stück davon laufen, obwohl eigentlich nie einer gebraucht wird. Oder in einem anderen Fall, ich Arbeitskarten für mein Unternehmen generiere und das ist in der Regel morgens um 6 und danach eigentlich nie wieder, es sei denn, eine bestimmte muss nachgearbeitet werden. Das heißt, ich möchte einfach dahin kommen, dass ich wirklich für jeden fachlichen Business Request, der entsteht, auch nur dann Last in meinem System erzeuge. Das ist der Hauptpunkt, wo wir mit Serverless eigentlich hinwollen. Dafür gibt es zwei große Community-Projekte. Das eine ist Knative, das andere sind die Cloud-Events. Knative beschreibt diesen gesamten Part, wo es darum geht, wie gehe ich damit um, ein Event zu nehmen, einen Container zu beschreiben, der dieses Event, also ein Event anzunehmen, einen Container zu beschreiben, der dieses Event in irgendeiner Form bearbeitet und noch ein bisschen CLI-Tooling darum, um auch einfacher damit umgehen zu können. Und Cloud-Events ist einfach ein offener Standard, wenn es darum geht, was für Typen von Events gibt es denn eigentlich, um die mit Knative zusammenarbeiten können. Das heißt, da ist ein offener Standard definiert worden und wenn ihr entweder intern irgendetwas habt, was in irgendeiner Form Events generieren kann, die ihr in das System hineinhaben wollt, oder ihr nutzt eine Solution von einem Vendor, wie zum Beispiel ja, Apache Kafka oder was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist Debezium, mit dem ihr in der Lage seid, einfach eine Datenbank anzuknüpfen und zu sagen, immer wenn eine Änderung auf dieser Datenbank stattfindet, erzeuge mir ein Event innerhalb meiner Serverless-Architektur, dann ist das einfach ein offener Standard und auf cloudevents.io könnt ihr euch diesen Standard angucken und auch sehen, welche Vendoren und welche Technologien aktuell diesen Standard erfüllen. Wenn ich an dem Punkt angekommen bin und mittlerweile anfange, Container nur noch hochzufahren, wenn verschiedene Requests stattfinden, dann komme ich irgendwann in den Punkt, wo ich sage so, hey, warum fahre ich eigentlich noch einen kompletten Applikationscontainer hoch? Warum muss ich als Entwickler noch alles drumherum eigentlich beschreiben, was ich benötige, um Teil von diesem Serverless-Konstrukt zu sein? Und wir kommen in den Bereich, wo wir in den Bereich Functions kommen. Functions ist das, was AWS damals gestartet hat mit AWS Lambda. Leider eine vendorspezifische Implementierung, die nicht auf einem offenen Standard basiert. Aber diesen offenen Standard gibt es jetzt. Er nennt sich Knative Functions. Oder unser Produkt OpenShift Serverless Functions, was das dann wrappt und die Integration in OpenShift dafür bereitstellt. Dann komme ich zu dem Punkt, wo ich wirklich eine Programmiersprache, also wichtig ist an dem Fall, eine Programmiersprache zu nehmen, die ebenfalls diese schnellen Startzeiten hat. Das ist momentan einfach ein Quarkus, wenn es um Java geht, ein Node.js, wenn es um JavaScript geht und Go als eigene Programmiersprache, die einfach als Binärdatei in der Lage sind, diese schnellen Startzeiten auch zur Verfügung zu stellen, sodass sich das wirklich für mich lohnt. Und Knative Functions bietet mir dann an, dass ich wirklich nur noch die einzelne Funktion schreibe, die ein Event in irgendeiner Form annimmt, Code an der Stelle ausführt und das Resultat an der Stelle auch wieder zur Verfügung stellt. Und Knative Functions bietet mir jetzt einfach eine CLI an, um einfach diese Projekte zu bootstrappen. Es bietet mir die Möglichkeit an, es sehr einfach auf die Plattform selber zu deployen, und ist Teil von OpenShift Serverless. Zu guter Letzt, wenn wir über die Plattform-Services sprechen, sprechen wir auch davon, wo wir jetzt diese Technologien, über die wir gerade gesprochen haben, sprich die Möglichkeit, Container sehr gut in einer Plattform orchestrieren zu können und auch on-demand Container hochzufahren und wieder runterzufahren. Diese Technologie und diese Methodiken kann ich natürlich auch nutzen, wenn es darum geht, aus Applikationscode Images zu erstellen. Und das ist der Punkt, wo OpenShift Pipelines da reinkommt, wo wir jetzt all das, was wir bis jetzt gelernt haben, nutzen, um CI/CD innerhalb unserer Plattform bereitstellen zu können. Sprich, wir nehmen Container, die wirklich sehr, sehr spezifiziert sind auf das, was sie machen sollen. Sprich, ein Container, der in der Lage ist, ein Git-Repository auszuflaggen. Ein Container, der in der Lage ist, eine Java-Applikation zu kompilieren. Und orchestrieren diesen über die Plattform, um am Ende den letzten Container zu starten, der in der Lage ist, ein Container-Image zu erstellen.
Und wir wollen die Infrastruktur, die wir zur Verfügung haben, ebenfalls über Kubernetes und über OpenShift managen. Das heißt, wir nutzen Containern, wir nutzen Serverless, um am Ende dann auch wirklich unseren kompletten DevOps Lifecycle innerhalb der Plattform bereitstellen zu können. Und der enorme Vorteil darin ist, dass ich gerade, wenn ich in der Lage bin, für jeden Schritt in meiner CI/CD-Pipeline ein eigenes Image zu beschreiben, was diesen Schritt durchführt, dann bin ich in die Lage versetzt, dass ich auch das Versionsmanagement von diesen einzelnen Schritten sehr gut durchführen kann, dass ich auch in der Lage bin, diese Images zu teilen. Sprich, wenn eine Java-Applikation zum Beispiel innerhalb eures Unternehmens bedeutet, dass ihr euch gegen ein zentrales Artifactory oder Nexus authentifizieren müsst und dergleichen, dann seid ihr in der Lage, ein Image zu schreiben, was mit generischen Parametern diese Aktion durchführt, sprich Java-Applikation bauen mit interner Registry, und dieses Image innerhalb des Unternehmens dann auch teilen zu können, sodass das jede Applikation selber macht und auch versionieren zu können für diesen einen expliziten Schritt. Das heißt, wenn eine neue Java-Version rauskommt, seid ihr in der Lage, das Image zu updaten. Und vor allem seid ihr dann auch in der Lage, wenn ihr das aufgebaut habt, wirklich auch die Kubernetes-nativen Funktionalitäten zu nutzen für eure CI/CD-Pipeline. Sprich, warum wollt ihr euch die, oder warum solltet ihr euch die Arbeit machen, einen Jenkins-Server nochmal neu zu orchestrieren, euch dort um Backup, Logging, Storage, Version von Installationen, all das zu managen, wenn ihr all diese Themen schon wirklich auf einem Enterprise-Produktionsgrad für eure Applikation in einer Kubernetes-Plattform gelöst habt. Das ist das, wo OpenShift Pipelines reinkommt, sagt so, hey, alles das, was ihr bereits gemacht habt, ihr habt schon Metriken, ihr habt schon Logging und Monitoring, alles schon gelöst. Wir wollen jetzt diese Plattform und diese Prozesse, die ihr drumherum gebaut habt, um es in eurem Unternehmen zu ermöglichen, wollen wir euch auch die Möglichkeit geben, die zu nutzen, wenn es darum geht, Applikationen zu bauen und CI/CD zur Verfügung zu stellen. Und selbstverständlich bereiten wir natürlich für dieses gesamte Thema explizite CLIs und Möglichkeiten, dass es auch über die Oberfläche alles schön aussieht und benutzbar ist. Image-Kataloge, um zu finden, welche Steps wurden eigentlich schon als Image bereitgestellt. All diese Themen stellen wir euch dort dann auch noch zur Verfügung. Genau. Basieren tut das Ganze auf Tekton. Tekton ist Teil der Continuous Delivery Foundation. Das heißt, falls man euch so interessiert, was gibt es denn eigentlich alles in dem CI/CD-Umfeld, dann kann die Continuous Delivery Foundation euch helfen, dort ja, eine Übersicht über den Markt zu finden. Red Hat ist genauso wie Google und Pivotal und IBM Teil dieser Foundation. Und wir arbeiten daran, einfach auf einer Community-Ebene wieder generische Lösungen bereitzustellen für diese Probleme in einer Kubernetes-Plattform, um dann die Projekte, die sich einfach ja, Enterprise-Ready, sag ich, oder ein Enterprise-Ready, will ich es gar nicht mal sagen, aber die sich einfach als führend innerhalb dieser Community zu herauskristallisieren, dann zu productizen und in einer supporteten Variante innerhalb von OpenShift bereitzustellen. Ich springe ein bisschen darum, was wie Pipelines jetzt genau aussieht. Das Letzte, was ich da nochmal ganz kurz reinwerfen will, das Gleiche machen wir natürlich auch für GitOps. Falls ihr beim letzten Anwendertreffen meine Session zu GitOps mitbekommen habt, die wurde, glaube ich, auch recorded. Da erzähle ich ein bisschen darum, wie das ganze Thema funktioniert, sodass ich in der Lage bin, wirklich auch Git zu benutzen, um meinen OpenShift und meine Kubernetes-Plattform zu managen und auch meine Prozesse, die ich um Git herum gebaut habe, weiter verwenden zu können. Kann ich euch empfehlen, euch das anzugucken. Und ansonsten würde ich an der Stelle übergeben. Wir haben jetzt über sehr viel gesprochen. Es gibt noch ein bisschen mehr. Dafür werdet ihr bestimmt jetzt auch noch ein bisschen im Laufe des heutigen Tages ein bisschen mehr erfahren. Und an der Stelle übergebe ich an meinen Kollegen Jens Habke, der euch noch ein bisschen was darüber erzählt, wie ihr denn all die Informationen, die ihr jetzt aufgenommen habt, morgen und übermorgen wirklich auch nochmal wiederholen könnt und auch am Ende dazu kommen könnt, auch zertifiziert zu werden für diese gesamte Plattform. Jens.
Ja, danke, Jonas. Genau, hallo erstmal. Ich bin Jens, bin zuständig für den Bereich Training in Deutschland. Und aus diesem Grund, weil wir hier über eine Einführung in den Bereich OpenShift sprechen, denken wir, ist es auch ganz sinnvoll, euch nicht vorzuenthalten, was es dazu an Trainings auch von Red Hat geht, letzten Endes gibt. Und die sind ja ein bisschen tiefergehender, sind ein bisschen technischer. Und wir haben dort ein paar Rollen, also ein paar rollenbasierte Lernpfade letzten Endes aufgesetzt. Und die würde ich euch ganz kurz mal vorstellen. Okay, nächste Slide, genau, Dankeschön. Wir haben zunächst einen Lernpfad für den OpenShift-Administrator. Das sieht man ganz oben, ja, diese grau unterlegte Fläche. Ist die Rolle quasi, für die dieser Lernpfad letzten Endes gebaut wurde. Dann haben wir rot unterlegt die Requirements quasi, um überhaupt diese Kurse anzufangen. Das heißt, wer sich jetzt nicht so gut mit RHEL letzten Endes auskennt oder mit Linux-Administration generell, der sollte sich da noch mal ein bisschen einarbeiten und dann kann es auch schon losgehen. Letzten Endes mit einem technischen Overview. Dauert 2 Stunden, ist ganz interessant, kann man bei uns auf der Homepage abrufen und dann mit den entsprechenden Kursen bis hoch zum OpenShift-Administrationskurs 1, was der DO280 ist. Wir haben auch für die entsprechenden Kurse Prüfungen, sodass man seine entsprechend erworbenen Kenntnisse dann auch validieren kann. Genau, next slide, please. Genau, hier sind wir im Bereich OpenShift Application Development. Das ist also hier letzten Endes der Lernpfad. Genau dasselbe, rot unterlegt, welche Kenntnisse benötigt werden und dann entsprechend türkis unterlegt die Kurse, blau unterlegt die Prüfungen dazu. Okay, next slide. Dieser Teil gehört noch zum Enterprise Application Developer. Da geht es dann noch ein bisschen tiefer in die Java-Geschichten rein. Auch dafür haben wir entsprechend Kurse. Können wir auf die nächste Folie übergehen? Hier haben wir noch eine Rolle, den Microservices Developer. Auch hierfür haben wir Kurse und da sieht man auch ganz neu, relativ neu in unserem Portfolio, Building Microservices with Quarkus. Auch das haben wir mittlerweile im Angebot. Auch da können wir letzten Endes die entsprechenden Kenntnisse vermitteln. Genau, das war es auch schon erstmal. Geht nur darum, dass ihr wisst, wir können euch unterstützen, wir können euch tiefgehend technisch unterstützen mit den entsprechenden Trainings. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann ruft mich einfach an oder schreibt mir eine E-Mail. Vielen Dank. Ja, danke. Ansonsten, neben den Trainings, die wir anbieten, haben wir natürlich auch eine Menge Online-Ressourcen, die ihr euch heute schon angucken könnt. Ich möchte einmal kurz einen kleinen Shoutout für learn.openshift.com. Das ist mittlerweile so weit ausgebaut, dass ihr nicht nur reine Infrastrukturthemen dort habt, sondern auch sehr viel im Bereich Middleware und Quarkus und dergleichen. Und wir stellen euch dort halt ein komplettes OpenShift für eine Stunde ungefähr zur Verfügung mit geführten Trainings, wo ihr da durchgehen könnt. Wenn ihr mehr aus der Anwendungsentwicklung kommt, haben wir developers.redhat.com, wo ihr sehr viele Vorträge und sehr viele Ressourcen findet, wie ihr diese ganzen Cloud-Native-Architekturen mit OpenShift auch umsetzen könnt, bis hin zu Hands-on-Labs, die wir euch auch anbieten können. Da bitte euren Red Hat-Ansprechpartner kontaktieren. In der Container Cloud-Native Roadshow zeigen wir euch, wie wir von einer Legacy-Applikation bis hin zu Serverless alles einmal durchgehen, jeden einzelnen Schritt hands-on euch zur Verfügung stellen. Und wenn euch Quarkus mehr interessiert, haben wir dafür auch einen Ein-Tages-Workshop, wo wir wirklich mit diese Themen für eine Gruppe von Menschen durchführen können. Die sind alle free of charge. Sprecht am besten einfach euren Red Hat-Ansprechpartner an oder meldet euch bei einem von uns. Wir sind alle in der Lage, diese Themen zu vermitteln. Thank you.